Herr Schricker, warum haben Sie sich für eine neue Kommunikationsserverlösung entschieden? Das hatte damals eigentlich zwei Gründe. Wir hatten erfahren, dass Seagate nicht mehr weiter supportet wird. Und des Weiteren hatten wir eigentlich schlechte Erfahrungen mit unserem damaligen Systemintegrator. Und haben halt damals dann gesagt, okay, der bietet keine weiteren Systeme an. Und das wäre auch ein Grund, sich dann von ihm zu lösen und die Sachen selber im Endeffekt in die Hand zu nehmen, was sowieso im Klinikum gerne gesehen wird, dass wir alles selber machen. Ja, das waren so die Hauptgründe. Was war Ihre Zielsetzung? Die Zielsetzung war im Endeffekt, ein sicheres und ein stabiles System zu bekommen, das auch mit einem deutschen Support war, damit die weiteren Mitarbeiter sich schnell und einfach auch an die entsprechenden Stellen wenden können, wenn mal ich im Urlaub bin. Es war uns wichtig, dass die Entwicklung sehr, sehr schnell geht, dass es intuitiv zu entwickeln ist und dass wir relativ plattformunabhängig arbeiten können. Wie verlief die Installation? Im Allgemeinen sehr reibungslos. Die Installationsdauer war etwa einen halben Tag, inklusive der Konfiguration des Orchestras. Und wir hatten also eigentlich nur hausgemachte Probleme damals zu bewältigen, indem wir bei der Konfiguration die Pfade selber noch nicht wussten, weil der Kollege, der das damals installiert hat, im Urlaub war. Wie läuft die Lösung im Routinebetrieb? Wir haben ein sehr, sehr stabiles System, haben eigentlich keine großartigen Ausfälle. Nur wenn halt Updates anstehen oder Umkonfiguration am Server, dann ist im Endeffekt eine Systemstörung. Aber das ist ja kein Fehler von Orchestra. Können Sie Volumenbeispiele nennen? Also aktuell haben wir pro Tag 6000 eingehende ADT-Nachrichten, inklusive der weiteren Befundnachrichten oder Abrechnungsnachrichten sind wir dann bei 10.000 eingehenden Nachrichten am Tag. Wir haben aktuell 46 Schnittstellen im Einsatz, angebundene Systeme natürlich entsprechend weniger, weil meistens mindestens zwei Schnittstellen pro System sind. Sind Sie zufrieden mit der Lösung? Wir sind sehr zufrieden mit der Lösung. Wie gesagt, es gibt bei jedem System ein oder zwei Kleinigkeiten, die man verbessern kann. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden. Ich möchte nicht tauschen.